Es war einmal eine Witwe, die in ärmlichen Verhältnissen mit ihrem Sohn lebte. Ihr Sohn Jack war ein Nichtsnutz und lag den ganzen Tag auf der faulen Haut. Daher hatten die beiden so gut wie kein Geld. Mama, haben wir was zu essen? Ich habe Hunger. Jeden Tag wurden sie ärmer und ärmer, bis sie schließlich beschlossen, ihre einzige Kuh zu verkaufen, da sie sie nicht mehr länger füttern konnten. Jacks Mutter befahl ihm, die Kuh zum Markt zu bringen und sie für den bestmöglichen Preis zu verkaufen. Vielleicht würden sie sich davon etwas zu essen kaufen können. Auf seinem Weg zum Markt traf Jack auf einen alten, etwas seltsam aussehenden Mann. Der alte Mann sah sich die Kuh an und sagte: Hallo, mein Junge. Wenn du mir deine Kuh gibst, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles dafür. Jack freute sich darüber sehr. Der alte Mann holte 5 Bohnen aus seiner Tasche hervor. Bohnen? Diese Bohnen sind verzaubert. Natürlich glaubte Jack ihm das nicht. Aber der alte Mann gab nicht auf. Junger Mann, du scheinst mir ein guter und kluger Junge zu sein. Nimm diese Bohnen, du wirst es nicht bereuen. Vertraue mir. Nun glaubte Jack dem alten Mann und gab ihm die Kuh im Tausch für die verzauberten Bohnen. Erfreut über seinen Handel lief er nach Hause. Mama, schau, was ich habe! Als sie Jack so aufgeregt nach Hause kommen sah, dachte seine Mutter, dass er die Kuh für eine Menge Geld verkauft haben musste. Aber als Jack ihr die verzauberten Bohnen präsentierte, wurde sie sehr wütend. Sie warf die Bohnen in den Garten und schickte Jack auf sein Zimmer. Du bleibst in deinem Zimmer, bis ich dir erlaube, wieder herauszukommen. Und es gibt kein Abendessen für dich. Am Morgen sah Jack aus dem Fenster und traute seinen Augen nicht. Von seinem Zimmer aus sah er eine Riesenpflanze, die sich in den Himmel schlängelte. Es war kein Baum und auch keine Blume. Es war die verzauberte Bohnenranke. Jack sprang von seinem Fenster aus auf die Bohnenranke. Er kletterte an den Blättern und Zweigen wie an einer Leiter herauf. Nach einer Weile fand er sich an einem seltsamen Ort wieder, wo alles viel größer war als sonst. Er sah einen von Blumen bedeckten Weg mit einem großen Haus am Ende. Jack lief zu dem Haus und klopfte an die Tür. Eine Riesenfrau öffnete ihm. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie vielleicht etwas zu essen haben. Das habe ich, aber du musst verschwinden, bevor mein Mann nach Hause kommt. Menschenkinder sind seine Lieblingsspeise. Natürlich hatte Jack etwas Angst, aber er war auch sehr hungrig. Gerade als er sich an den Tisch gesetzt hatte, hörte er eine tiefe Stimme von draußen. Hey, hey, ho, ho, ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Die Frau rief Jack zu: Versteck dich sofort im Ofen, Junge! So schnell er konnte, kletterte Jack in den Ofen. Der Riese betrat die Küche und begann zu schnüffeln. Ich rieche ein Kind. Wovon redest du, mein Lieber? Du riechst wahrscheinlich das Fleisch, das ich gestern der Katze gegeben habe. Nachdem der Riese sein Abendessen beendet hatte, begann er sein Gold zu zählen.
Nach kurzer Zeit wurde er sehr müde und schlief ein. Jack kam aus dem Ofen hervor und klaute einen der Säcke voll Gold. Er warf den Sack seine Bohnenranke herunter. Und er kletterte hinterher zurück nach Hause. Er fand das Gold und lief schnell zu seiner Mutter. Als sie das Gold sah, war Jacks Mutter sehr erfreut. Von diesem Tag an würden sie nie mehr arm und hungrig sein. Aber als ein paar Monate vergangen waren, hatten sie alles Gold aufgebraucht. Jack blieb nichts anderes übrig, als erneut die Bohnenranke heraufzuklettern und wieder zu den Riesen zu gehen. Die Riesenfrau war diesmal ein wenig misstrauisch. Letztes Mal, als du hier warst, fehlte uns hinterher ein Sack voll Gold. Aber sie hatte wieder Mitleid mit dem Jungen und bat ihn hinein. Kurze Zeit später kam der Riese wieder nach Hause. Hey, hey, ho, ho, ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Als er den Gesang des Riesen hörte, kletterte Jack wieder in den Ofen. Als er aufgegessen hatte, bat der Riese seine Frau, ihm sein Huhn zu bringen. Die Frau brachte ihm das Huhn und er befahl ihm, ein Ei zu legen. Zu Jacks völliger Verblüffung legte das Huhn ein goldenes Ei. Als der Riese sich schlafen legte, kam Jack wieder aus dem Ofen geklettert, schnappte sich das Huhn und kletterte wieder so schnell er konnte die Bohnenranke hinab. Dank der goldenen Eier waren Jack und seine Mutter wieder reich. Aber nach kurzer Zeit wollte Jack sein Glück nochmal versuchen. Und er beschloss, ein weiteres Mal die Bohnenranke hinaufzuklettern. Dieses Mal schlich er sich, ohne von den Riesen gesehen zu werden, ins Haus. Er versteckte sich in einem großen Kessel. Nach einer Weile kam der Riese nach Hause. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Ich kann ein Menschenkind riechen, ob gebraten oder roh, kann davon nicht genug kriegen. Diesmal wollte die Riesenfrau Jack auch erwischen. Wenn ein Kind hier drin ist, dann versteckt es sich im Ofen. Aber Jack hatte sich diesmal ja woanders versteckt. Der Riese und seine Frau wollten Jack um jeden Preis finden. Aber obwohl sie überall nach ihm suchten, konnten sie ihn einfach nicht erwischen. Nach dem Essen stellte der Riese seine goldene Harfe auf den Tisch und befahl ihr zu spielen. Die Harfe begann leise zu spielen und schon bald schlief der Riese ein. In diesem Moment wusste Jack, dass er diese Harfe um jeden Preis haben wollte. Also kletterte er an dem Riesen hinauf auf den Tisch und schnappte sich die Harfe. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Hilfe! Die Harfe begann zu schreien. Jack sprang mit der Harfe vom Tisch und rannte los. Der Riese erwachte und lief Jack hinterher. So schnell er konnte, rutschte Jack die Bohnenranke herab. Aber der Riese folgte ihm. Als er fast unten angekommen war, rief Jack seiner Mutter zu: Mama, schnell, bring mir eine Axt! Zusammen begannen sie, die Bohnenranke abzuhacken. Bis schließlich die Riesenranke und der Riese zusammen mit einem großen Krachen hinabfielen. Jack war erleichtert. Wir sind in Sicherheit. Sie waren zwar in Sicherheit,
aber Jack hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Wegen seiner Habsucht hatte er fast sein Leben verloren. Er versprach seiner Mutter, dass er nie wieder von jemandem klauen und von nun an immer hart arbeiten würde. Von diesem Tag an waren Jack und seine Mutter nie mehr arm. Natürlich hatten sie das Huhn, das goldene Eier legte. Aber Jack arbeitete trotzdem jeden Tag, um für sich und seine Mutter zu sorgen.